Ja, also in den nächsten Tagen habt ihr euer Gerät und dann könnt ihr los telefonieren. Ja, bitte. Tschüss. Guten Tag. Kann ich helfen? Ja, ich bin gerade umgezogen und bräuchte eine Telefonanlage, also Festnetz und Internet. Können Sie mir irgendeinen Tarif empfehlen? Also im Moment haben wir ein Angebot. DSL mit 10 Mbit Flatrate, analogen Telefonanschluss und Flatrate ins deutsche Festnetz für 24,95 im Monat. Und da ist dann alles drin? Das ist das Basispaket. Jetzt können Sie natürlich noch aufrüsten. Zum Beispiel? Für 3,99 mehr im Monat gibt es eine 18 Mbit Leitung. Das ist dann deutlich schneller. Ja, dann mache ich das. 3,99 ist ja nicht die Welt. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Sie könnten dann natürlich auch unser Net-in-More-Paket nehmen, kostet 34,99 im Monat, ebenfalls mit 18 Mbit Festnetz-Flatrate. Aber Sie bekommen zusätzlich übermenschliche Kräfte, sind unverwundbar und können fliegen. Aha. Braucht man das? Kann ganz praktisch sein. Sie können entgleisende Züge aufhalten, Verbrechen bekämpfen, sowas. Na, ja, ich weiß nicht. Ich habe einen Halbtagsjob und zwei Kinder, wann soll ich das alles machen? Hm. Ich wollte eigentlich nur telefonieren und Internet. Und das ist mir auch zu teuer. Hm, verstehe. Dann können Sie natürlich auch unser Future-Paket nehmen. Nur 24,99 Monatsbeitrag, 18 Mbit, 50 Frei-SMS, Festnetz-Flatrate und unbegrenzte Zeitreisen. Das klingt interessant. Da kann ich dann umsonst durch die Zeit reisen? Richtig. Sie müssen aber vorsichtig sein, wenn Sie zu weit zurückreisen, dann ist das Telefon noch nicht erfunden und dann haben Sie natürlich auch kein Netz mehr. Und dann stehe ich da im Mittelalter und kann nicht telefonieren? Nee, das ist ja Quatsch. Hm. Nee, dann möchte ich lieber dieses Basispaket. Hm. Okay. Nur zur Info, bis Ende dieses Monats gilt noch unsere Aktion. Das XXL Masterpaket ist ein bisschen teurer, 79,99 im Monat. Ui. Ja, klingt erstmal teuer, aber inklusive sind 100 frei SMSen und die Weltherrschaft. Weltherrschaft? Mhm. Und was mache ich damit? Naja, überlegen Sie doch mal, wenn Sie erstmal die Weltherrschaft haben, dann können wir ja schlecht den Monatsbeitrag einklagen. Unter uns. Das zahlen Sie einmal und dann nie wieder. Ach so, das ist ja clever. Ja, dann nehme ich diesen Master-Tarif. Also einmal das XXL Master-Paket mit Weltherrschaft. Sehr gerne. So, dann bekomme ich noch von Ihnen zwei Unterschriften und das eine ist dann auch Ihr Exemplar. Und wann wird die Weltherrschaft freigeschaltet? Ab sofort, Moment. Jetzt. Oh, ich bin unwürdig, oh meine Gebieterin! Bitte verschont mich! Das klappt ja super. Muss ich sofort meiner Freundin simsen. Wie gesagt, 100 frei SMS in, oh Herrin. Okay, danke. Tschüss. Gepriesen sei Anja Grafenhorst, Heilgebieterin, Herrscherin der Welt, Heilgebieterin. Guten Tag. Können Sie vielleicht ein Paket für einen Kobalt annehmen? Der ist gerade nicht zu Hause. Klar. Super. In welcher Etage wohnt er denn? Kobalt sagt mir gerade gar nichts. In der dritten. Nee, in der dritten wohnt die Familie Hausmann. Das weiß ich ganz zufällig. Herr Kobalt wohnt auch in der dritten, nur nicht in diesem Haus. Ach, nebenan. Nee, in der Marienstraße 17. Marienstraße? Oh, da wohnt man 20 Jahre in Köln und kennt sich immer noch nicht aus. Wo ist die denn? Nicht in Köln, in München, in der Nähe von Viktualienmarkt. Ach! Ich kann es auch wieder mitnehmen, dann muss Herr Kobalt halt zur Post. Nee, 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 das ist schon okay. Ist ja schön, wenn man seine Nachbarn mal kennenlernt. Super. Hm, schreiben? Grüß Gott, Sie haben für mich ein Paket angenommen? Ja, genau. Vielen Dank. Bin ich froh, dass ich heute nicht zur Post muss. In München regnet es den ganzen Tag. Oh, hoffentlich fängt es hier nicht auch noch an. Ich muss nämlich noch einkaufen gehen. Ich wollte heute Pfannkuchen machen und mir sind die Eier ausgegangen. Warten Sie, ich glaube, ich habe noch eine Packung im Kühlschrank. Ich kann Ihnen gern zwei Eier leihen. Echt? Oh, das wäre ja toll. Wofür sind wir Nachbarn da? Ich hole sie schnell. Ich muss nur noch kurz nach Hanoi, weil ich diese Woche die Katzen von der Frau Huyen versorge. Sie ist nämlich im Urlaub. Ach,
Kommen Sie da zufällig in Neu-Delhi vorbei? Ich habe nämlich seit Wochen die Bohrmaschine vom Rankesh Khan. Die könnten Sie beim abgeben. Kein Problem. Her damit. Sie sind ein Schatz. Dafür mache ich Ihnen nachher auch einen Pfannkuchen mit. Eine Hand wäscht die andere. Überredet. Für die. Schau, Erno, unsere regionale Lebensmittelkiste ist da. Was? Mann, habe ich dir doch erzählt. Die Futterkiste, die kommt jetzt jede Woche. Was ist da drin? Produkte aus der Region. Da muss man nicht mehr selber einkaufen gehen und tut Gutes für die regionale Industrie. Ich bin schon ganz aufgeregt. Kann man da vorher sagen, was da rein soll? Oder? Nee, die füllen die einfach so. Toast. Hier. Komm, das haben wir doch sonst nie. Und hier steht drauf, wo das herkommt. Oh, vom Supermarkt hier bei uns um die Ecke. Steak zum Toasten, ach, das wollte ich doch immer schon mal probieren. Aus dem Discounter in der Brückenstraße. Wie, da gibt's einen Discounter? Ja, und den hätten wir sonst nicht unterstützt. Cool. Oh, guck mal hier, Tiefkühlpizza aus dem Kaufhaus. Restposten-Shampoos aus dem Schnäppchenmarkt. Guck mal, beim Genießen noch Gutes für die regionale Wirtschaft tun. Guck mal hier, mit Analogkäse und Pressschinken.